Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Some Cities, Städte der Zukunft, jawohl. Mein Name ist Gabur und wir kommen zurück hier in der schönen, bunten Welt der SimCities. Ne, der Sims heißt es eigentlich, ne? So, weil hier sind ja kleine Sims, die hier rumlaufen und arbeiten für uns. Denn ich brauche Gold. Gold. Oh, man merkt, ich habe Hobbits geguckt, das ist ganz schlimm bei mir zurzeit. Ja? Nur das Ende war mal wieder eine absolute Katastrophe, Mama! So, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt gehabt. So, wir sind hier fleißig am Gucken und schauen mal, was hier so tachless ist. So, der Megaturm hat immer noch irgendwelche Probleme. Das liegt aber in meinen Augen daran, da wir nur einen Megaturm haben. So, wir haben immer noch ein Problem, dass wir nur immer noch Minus machen. Das liegt aber daran, da ich ja eine kurze Pause gemacht habe, nur noch 20% der Industrie läuft und 11% des Gewerbegebiet. Damit, da sich hier irgendwie ja immer alles explodiert. Und deswegen bin ich am Überlegen. Dass ich erstmal die Zeitschalter stelle. So. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht gerade einen Augenblick warten. Ihr meint zum Beispiel, halt. Das werde ich nämlich jetzt als erstes machen. Die Idee fand ich nämlich richtig nice. Nämlich die Eisenbahn hier abzureißen und da einen Tunnel oder eine Brücke draus zu bauen. Die Eisenbahnschienen. In dem Sinne. Dass hier in dem Sinne kein Stau entsteht. Fand ich persönlich die Idee. Richtig, richtig nice. So, und jetzt gehen wir nämlich bei. Müssen dahin, dann Zug. Machen wir so. Tunnel wäre möglich oder halt eine Brücke. Brücke geht nicht. Ja, Leute, machen wir einen Tunnel. So. Zack. Sieht scheiße aus. Aber kein Stau mehr, der uns hier in dem Sinne entstehen kann. Und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. Was hast du denn? Ich finde kaum einen Platz in diesem Zug. Der Bürgermeister sollte einen weiteren Bahnhof bauen. Du kannst mich mal. Weißt du, was das Ding kostet? Du Idiot. So geht das nicht hier. Also auf gar keinen Fall. So, jetzt können wir die Zeit wieder schneller stellen. Und wir achten da so ein bisschen drauf, dass wir ein bisschen mehr Kohle reinkriegen. Und dann baue ich als nächstes erstmal eine große Feuerwehr. Und da bin ich am Überlegen, ob wir die hier nicht so hinklatschen, die große Feuerwehr. Weil dann hat sie Möglichkeiten, so rein ins Industriegebiet und hier dieses Gebiet zu versorgen. Ist jetzt so eine Idee. Aber wir müssen erstmal, dass hier die Müllabfuhr, also das Recycling-Center richtig läuft. Wenn das richtig an... So, da bin ich wieder. Da hat mich gerade Orange rausgeworfen aus dem Spiel. Was soll das? Auf jeden Fall, wenn das Projekt ja richtig läuft hier, das Recycling-Center, ich glaube, dass wir dann das Problem beseitigt haben. So, ich wollte nochmal gucken wegen Wasser. Und ich glaube, Wasserproblem werden wir in dieser Stadt nicht bekommen. Kakalakak läuft auch super. Strommemann und Söhne läuft auch super. Jawohl. Hat jetzt schon wieder irgendwer von euch ein neues Stromding gebaut? Ein neues haben wir. Aber noch nicht volle Kabit. Gut. Die läuft auf jeden Fall. Und wir haben jetzt 162.000 schon. Also ich werde jetzt die große Feuerwehr bauen. Ich muss es einfach machen. Ihr habt in dem Sinne ja vollkommen recht. Ja, große Feuerwehr. Dazu kommt Brandschutzbeauftragter Chemiefahrzeug. Jawohl. Eins. Und dann nehmen wir noch einmal diesen Turm. Hier das schöne Schild vorne vor, die schöne Fahne natürlich.
Und ich glaube, wir nehmen noch ein normales Löschfahrzeug. So. Dann haben wir das schon mal, ja, mit drin oder gesichert in dem Sinne. Und dann sollte das jetzt hier mit den Explosionen der Industriegebieten auch endlich aufhören, wenn sie denn da anfangen würden zu arbeiten. Ja, sind sie sogar schon drin. Das ist doch schon mal sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch später hier ein Krankenhaus hinten reinkriegen. Aber ja, damit muss ich jetzt erstmal mir in dem Sinne ein bisschen Zeit lassen. Aber gut, wir haben schon wieder 66.000, also die Kohle jetzt mit dem Ding läuft auf jeden Fall. Ja, warum ich nicht, viele schreiben auch, Glabur, geh doch auf so eine Metallzentrale, etc. Man kann damit Geld verdienen, ja, klar, will ich ja auch gar nicht verneinen oder sagen, nee, das ist eine scheiß Idee oder so. Aber ich habe es mir halt sehr angewöhnt, mit Recycling-Center zu arbeiten und Prozessoren. Und andere gehen halt dann auf Metallzentrale oder auf andere Sachen. Ja, ich mag es halt sehr, so zu arbeiten. Was möchtest du mir sagen? Hightech, wohin das Auge blickt? Kaum wie bauen wir doch eine Prozessorfabrik, um das Prozessorgeschäft anzukurbeln. Mache ich. Das können wir schon mal aufnehmen, den Auftrag. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. So, was möchtest du? Mach rein, Tisch! Senkt die Umweltverschmutzung! Ja, das machen wir auch. Das sind gute Aufträge. Wir kämpfen gegen die Umweltverschmutzung. Guck, jetzt machen wir schon wieder Plus. Plus, 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 plus. Liegt daran wahrscheinlich, dass wir Omega jetzt schon ein paar mehr Industriegebiete befördert. Ja, 83%. Das ist doch super. Super, Ingo. Kampf gegen Umweltverschmutzung haben wir schon erledigt, den Auftrag. Ja, das ging ja mal super schnell. Habe ich irgendwas gemacht? Nö, habe ich nicht. Aber trotzdem erledigt. Das freut mich. Hier haben wir einen Megastau. Das finde ich scheiße. Ihr könnt mich mal, ihr blöden Sims, fahrt doch mal einen anderen Weg. Ihr blöden Ochsen. Ja, jetzt staut sich das hier auch übelst. Euch hat doch die Mama zu warm geduscht heute. Oder weswegen seid ihr alle so komisch? Unser Bahnhof wird hier fleißig befahren. Hier, sogar hier staut es sich. Ich fasse es nicht. Überall Stau. Stau, Stau, Stau. Überall Stau, wo das Auge hinblickt. Wir haben so viel Stau. So. Eine Prozessorfabrik kostet 160.000. Ist auch nicht schlecht. Das ist mir aber noch zu viel. Wir gucken jetzt Krankheit. Das ist noch ganz okay. Polizei, das ist auch noch okay. So. Ich würde gerne den nächsten Turm bauen. Und zwar gehen wir in die Außenansicht. Und wir haben 4.000 offene Stellen im unteren Bereich. Dann haben wir... Warum geht denn das da hinten überall mit? Geht das bei euch da auch mit? Jo. Das habe ich vorher noch nie gesehen. 2300 da. Und 1400 da. Also bin ich der Meinung, wir gehen nochmal auf so einen kleinen schwarzen. Ich habe hier bei diesem Gebäude den größten Fehler gemacht, den es jemals gab. Ich kann nämlich wahrscheinlich die Solaranlage und das Apartment-Etage nochmal abreißen. Einfach aus dem ganzen Grund. Da wir gar keine Skybridge-Station hier reingebaut haben. Haben wir nämlich nicht. So. Problem 1 erkannt. So. Aber ich möchte gerne, dass wir den nächsten Turm bauen. Und zwar... Hier. Warum kann ich den jetzt nicht dahin schieben? Ja, dann setzen wir den dahin. Boom! Omega! Megaturm! Wächst und baut.
So, und der Turm wird jetzt nur aus, wie heißt es, aus Apartments bestehen. Und werde dann in die vorletzte Station eine Skybridge-Station bauen und die Luftverschmutzungsanlage. Dann sollten wir eigentlich das. Ah, guck mal, jetzt hat sich der Wind hier wieder gedreht. Das hört sich doch. Das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon gut aus. So, da haben wir das Apartment. Und auch voll ausgeschaut. Uns geht's gut! Ja, Mama, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Hier noch ein Apartment drauf bauen. Habe ich überhaupt noch so viel Geld? Ja, habe ich. Wir müssen hier Gewinn schaufeln, Gewinn schaufeln, Gewinn schaufeln. So. Ohne Gewinn. Kein Moos. So, und so langsam muss ich nämlich hier in eine Gänge kommen. Ja, wir brauchen ja hier ewig und 3 Tage, um hier so ein bisschen die Sachen hier nach oben zu bringen. Was ist unzufrieden? Das Gewerbegebiet. Ja. Das Gewerbegebiet ist irgendwie immer unzufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Schule sieht ganz okay aus. Jetzt habe ich hier an meinem Pop-up, ja, das ist so ein Schutz, wer das nicht weiß, was das ist, den man vors Mikro macht, ja, dass ich so ruhig rappen kann, aber euch in dem Sinne nicht stört. So, und jetzt habe ich da schon diese ganzen Flusen abgeschnitten, ja, und trotzdem ist da immer noch einer, der mich da killert. Das ist doch nervig, da ich muss doch, ja, so geht das hier nicht, wirklich nicht. Haben wir immer noch 2 Gebäude? Ich habe doch gerade 2 abgerissen. Ah, hier haben wir nur 1. Grund nicht genug Lieferung. Okay, dann haben wir noch 1. Grundbrand. Ja, gut. Einmal Brand jetzt nur gewesen. Ich wollte gerade sagen, also mit der Feuerwehr, das sollte doch jetzt eigentlich so ein bisschen uns helfen, oder? Also, denke ich zumindest mal. Ja, jetzt haben wir wieder alles freigeschaltet. Hört sich ja auch schon mal gut an. Sehr schön, sehr schön. So, zweites Apartment ist auch fertig. 1200, 1200. Ich bin der Meinung, eins bauen wir noch oben drauf von denen. So, dann hätten wir 3000 und ein bisschen da reingeklatscht. Weil offene Arbeitsstellen ist ja nicht gut. Dann verdienen, haben zum Beispiel die Industriemitarbeiter nicht genug Mitarbeiter oder das Gewerbegebiet oder Hans Wurstkittel hat nicht genug. So, drücken wir es einfach mal so aus. Und dadurch erhoffe ich mir, dass es klappt. So, jetzt haben wir Gewerbegebiet schon 22%. Und ihr hattet nämlich recht. Ich habe nämlich die Tage, wo ich nach der Aufnahme, es gab mal ein Patch, das war noch bei SimCity. Nicht SimCity Städte der Zukunft, sondern bei SimCity, wo das rausgekommen ist, gab es nämlich ein Patch, wo das Gewerbegebiet, das Industriegebiet, nämlich das Gewerbegebiet beliefert. Das hatten sie nämlich eingefügt. Das war nämlich früher nicht. Und aus dem Grund habe ich anscheinend nämlich viel zu wenig Industriegebiet. So, das Problem ist nur, wo setze ich hier noch Industriegebiet hin? Ja, wir haben hier kaum noch Platz. Also, ich kann ja jetzt hier nicht an diese Straße Industriegebiet setzen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen Omega. 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6 Industriegebiete nur. Das ist sehr wenig. 10 sollte man eigentlich immer am Anfang bauen. Da habe ich meine eigene Dinge sich eingehalten, meine eigene Bauart, die ich immer fortsetze. So, nee, ich wollte nochmal nach in der Außenansicht gehen und gucken, ob das schon ein bisschen was bemerkbar sich. Aha, jetzt haben wir nämlich 22 Arbeitslose. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben voll gekontert auf die offenen Arbeitsstellen. Dann hauen wir doch jetzt hier Marktetage 2 drauf. Rabums, Rabums. Der Rabumpsel pumst. So, was macht hier die Marktetage? Ja, wir brauchen Käufer. Es tut mir auch
außerordentlich leid. Wir werden hier die Etage ja nachher abreißen. Dann das Teil hier abreißen. Eigentlich können wir das jetzt auch gerade schon machen. Dann bauen wir halt an zwei rum. Wir müssen nur das Kraftwerk voll anschalten. Ich muss da drauf gehen. Dann da. Rabumsel. So. So, jetzt ist es an. 209. Was kann das hier fördern? 300, ne? Benötigt 363. Also wir werden kurzzeitig keinen Strom wohl haben. Okay, kann ich aber mitleben. Muss ich mitleben. Weil wir brauchen die Skybridge-Station. Und ich habe sie ja hier nicht reingebaut, ich Blödmann. Sonnenenergie abreißen. Das Apartment abreißen. So. Bauen. Das Apartment bauen. Nee. Skybridge-Station. Ich blöd, Mann. Skybridge-Station. Rapunzel. Der Rapunzel, der Punzel, der plumpst. So, hier haben wir 600 drin. Da bauen wir gleich noch eine oben drauf, weil wir ja aus die anderen, die ja rausgeschmissen haben, bauen. So. Ja, hier gleich an zwei Megatürmen. Jetzt geht die Post hier ab. Volle Pulle rumramüstern hier. Mein Stuhl. Hi, sagt ab. Ich hatte hier gerade die Fenster auf. Und hier ist es arschkalt im Zimmer. Das muss ich euch lautwürdig sagen. Ich habe hier ein Thermometer stehen. Hier sind gerade 11,2 Grad. Ja, die Heizung läuft schon. Keine Angst, Leute. Ich werde schon nicht erfrieren. Und wenn, das interessiert euch doch sowieso nicht. So, die Skybridge-Station. Ja, die ist fertig. Wir hauen dann jetzt hier gleich oben wieder die Sonnenenergie drauf. Baubeginn. So, weil wir dürften eigentlich zurzeit gar keinen Strom haben. Doch. Hä? Das Ding kann doch nur 300 Megawatt befördern. Naja, egal. Karl. So, Sonnenenergie wird draufgepflanzt. Uns geht es ganz gut. Jetzt möchte ich gerne nochmal nach draußen gucken. Und zwar, wir können nochmal da die offenen Stellen auf jeden Fall besetzen. Und das bedeutet, noch eine Apartment bauen. So. 177.000 Einwohner. Es steigt auf jeden Fall wieder. Zwei verlassene Gebäude, fehlende Kunden. Das Problem werden wir wohl bald behoben haben. Denke ich zumindest. Wir haben noch eins. Und wieder fehlende Kunden. Ja gut, das sollte aber... So, lädt sich auf. Gut, wenn es sechsmal Tag wird, ist das behoben. Ja, jetzt haben wir auf einmal Minusstrom. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr genug Öl hat. Doch, jetzt hat er wieder genug Öl. Jetzt auf einmal merkt er, das Solarkraftwerk ist weg. Ah, der Turm macht jetzt aber Minus. Wahrscheinlich. Ja, weil die Marktetage geschlossen ist. Wir brauchen Strom. Ja, bleibt ruhig. Es wird gleich Tag, ja? Es ist 1 Uhr. Gleich wird. Kommt die Sonne. Wir machen weiter hier. So, Marktetage. Wir haben hier die 6. Etage draufgebaut. Also, das bedeutet, wir können jetzt noch. Machen wir jetzt erstmal die Skybridge-Station. So. Baubeginn. So. Erstmal die Skybridge-Station, dass die beiden Türme miteinander verbunden werden. Die Zufriedenheit steigt auf jeden Fall wieder. 83%. Sehr schön. So klappt das alles. So, jetzt soll es endlich hell werden hier. Wir brauchen Strom, Mann, Söhne.
Ich hätte natürlich auch aus einer Nachbarstadt gerade Strom von euch kaufen können, aber ich weiß ja nicht, wer von euch wie viel Strom hat. Und nee, möchte ich dann auch nicht unbedingt so, dass man euch den Strom dann hier klaut. So, jetzt wird's Tag. Und jetzt sollte gleich eigentlich das Ding anfangen, Strom zu produzieren. Los, komm. Ah, heilöpt. So. Jetzt haben wir wieder genug. Hier gerade umbauen. Das Teil wieder aus. Tschüssikowski. So. Haben wir. So, was dürfen wir jetzt hier noch drauf bauen? Wir könnten nochmal ein Apartment bauen oder wir bauen nochmal Jobs. Da müssen wir uns jetzt nochmal gucken, was wir denn hier bauen. Wir haben in dem unteren Bereich 31 offene Stellen. Das ist eigentlich optimal. Nein, wir bauen nochmal ein Apartment oben drauf. So. Baubeginn. Sehr schön. Dann können wir die Skybridge miteinander verbinden. Und das ist hier. Nämlich einmal da und einmal da. Sehr schön. Oh. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Oh, Stau, Mama. Heilige Mama Maria. Stau. Vom Feinsten. Ich glaube, wir sollten hier... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da können wir nicht mehr miteinander die verbinden. Und hier auch nicht. Naja, egal. Es sind miteinander verbunden. Dann sollte die Marktetage hier gleich auch Gewinn machen. Und dann sehen wir weiter. So, was können wir jetzt hier noch draufbauen? Nur noch eine Dachetage. Serviceetage und das haben wir alles erledigt. Reklame-Dachetage. Dem Park oder nochmal Sonnenenergie. Warum dürfen wir die Luftreinigung nicht? Erforschen Sie die Luftreinigung in der Dachetage. Wo machte ich das denn? Machte ich das nicht hier bei der Akademie? Erstmal Akademie updaten. Erdreinigung. Luftreinigung der Dachetage. Machen wir erstmal das. Jawohl. Macht er das jetzt? Ja, läuft. Fügen Sie einen Anbau der Akademie hinzu. Das könnten wir eigentlich machen. Ich habe ja hier... Na, geh doch hier raus. Wir haben ja hier ein bisschen... Platz. Das sind immer so große Gebäude, Leute. Das finde ich total doof. So. Haben wir... So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. So, dann warten wir nämlich, bis das erforscht ist. Und dann werden wir da nämlich die Dachetage dafür draufsetzen. Der Stau hört gar nicht wieder auf. Alter Schwede, was macht die Marktetage? Die Marktetage macht endlich Gewinn. Sehr schön. Was macht der ganze Turm jetzt? Der ganze Turm macht Gewinn. Das hört sich doch gut an. Und dieser Turm macht auch Gewinn. Das hört sich auch gut an. Und ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity, Städte der Zukunft. Mein Name ist Gabo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen hoch und schaut bei Twitter und Facebook vorbei. Und tschüss.